Hallöchen, meine lieben Taschenmonster, hier ist wieder euer Mr. Nerd. Diesmal wieder nicht alleine. Unser werter Herr Kurito ist wieder dabei. Echt, bin ich? Ja, sonst würdest du ja jetzt nicht sprechen. Und oh, stimmt. Er hat seine Minecraft-Probleme behoben, die er hatte, und ist jetzt wieder mit dabei im Let's Play Together. Und ja, ich habe mir für unsere kleine Runde jetzt auch mal ein schönes Thema überlegt, welches wir ansprechen können. Ja, das Dankeschön an das an diesen Vorschlag für das Thema geht, ja, wie es nicht anders zu erwarten ist, an das Tweeling. Dankeschön für den schönen Vorschlag. Nämlich so die Klischees der allgemeinen Annahmen, wie Gamer leben, was Gamer tun und machen und was sie nicht machen sollen. Was heißt Klischees? Das ist doch alles Wahrheit, oder nicht? Bei dir vielleicht, aber bei mir nicht. Komm mal, also, besser. Nee, bei mir funktioniert das nicht. Ich bin verheiratet und habe Kinder. Also das geht nicht. Da muss ich leider jeden Redakteur von RTL enttäuschen. Ja, zähl mal einfach, was hast du gemacht? Und, wie, was habe ich gemacht? Ja, du hast nichts gemacht, okay. Zählen wir doch einfach. Ja, erste Let's Play Together Folge und wieder totales Chaos, na klasse. Egal. Ja, du willst ja einen Profi. Okay. Ja, Kurito hat sich kurz gemutet, der Arme ist krank. Ja. Geht's wieder, mein Kumpel? Ja, ich wollte euch bloß jetzt nicht hier das Trommelfett platzen lassen. Ja, sehr vorausdenkend von dir, dankeschön. Zählen wir doch jetzt einfach mal die Klischees auf, die man uns Gamern nachsagt. Fett, hässlich, asozial, frauenfeindlich, sozial inkompetent. Dusch nicht. Ja, pflegen sich nicht und solche Sachen. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, was ist dein Gedanke dabei, wenn du das gesagt bekommst? Und was meinst du, wo kommen diese Klischees eigentlich her? Also grundsätzlich, wenn so eine Person mir sowas sagt, dass ich so wäre, gucke ich meist die Person selber einfach mal an und weise sie dann selber dezent auf irgendwelche Probleme hin, die sie selber hat. Oh, hi. Was heißt also, da bin ich eiskalt. Ja, was heißt das bei mir? Also beispielsweise, es ist irgendeiner von diesen super, so super harter Mega-Gangster, der nicht mal schafft, eine Cappy richtig aufzusetzen. Da habe ich aber die Zensur darauf hingewiesen, dass er lernen sollte, sich erstmal anzuziehen, bevor er anfängt, über mich rumzumeckern. Dankeschön, ich trage meine Cappys gerne schräg und damit hast du mich gerade angesprochen. Ja, somit lerne ich erstmal anzuziehen. Dankeschön. Du auf die gegenüberliegende Seite da, sonst stehen wir zum Weg. Diese grünen Flächen hier drin alles auch noch machen. Alles grün ausfüllen, ja. Gut. Diese Diskussion um die Gamer-Klischees, wie wir leben und was wir tun, was wir nicht tun, etc., kam ja erst durch diese sehr kuriose und skandalöse Gamescom-Reportage von. Erst dadurch, die Klischees, die gibt es schon wesentlich länger. Ja, aber RTL hat es gut aufgerührt. Ja, das muss man RTL lassen. Wenn man sich diesen Report hier mal anschaut, wer sich den heutzutage nicht, eigentlich nicht mehr anschaut, weil das eigentlich schon gegessene Sache ist. Man hat, diese Reporter von RTL, die auf der Gamescom, letztes Jahr war das, ne? 2012. Nee, vorletztes Jahr. 2011? Vorletztes. Okay, es ist älter, als ich dachte. Das war auf der Gamescom, wo ich auch da war. Leider waren die nicht so blöd und haben mich angesprochen. Wahrscheinlich sahst du zu zivilisiert und anständig aus für den Geschmack. Ja, ich sah einfach eben nicht aus wie so ein Gamer, wobei ich bin ja nicht gerade schlank. Also zumindest das Klischee Dickhead wird reingepasst und Faulheit. Ja, das ist aber, Hauptklischee, was uns ja hinterherhinkt. Stimmt das nicht? Stubenhocker, du hast hier grüne Wolle weggemacht. Ja, die soll ja auch weg. Achso, warum hast du die dann gesetzt? Das war für mich die Kennzeichnung, damit ich die Arena bauen kann. Achso. Ist ein bisschen asymmetrisch, aber besser als gar nichts. Dieses dick und fett sein, Stubenhocker sein und. Ich frage mich, wie man darauf überhaupt kommt, weil nur weil wir Gamer sind, in unserem Fall sogar YouTuber ist, heißt das nicht, dass man keinen Kontakt zur Außenwelt oder sonstiges hat, ne? So sieht's aus. Wobei, bei dir könnte es stimmen. Dankeschön. Bitte sehr. Vielen Dank.
ja, zu der Sache einfach mal gesagt, wie kann man sich davor schützen, dass man so genannt wird? Dass man damit man kann sich davor nicht schützen. Man sollte einfach ein gewisses Ego haben, sich sowas gar nicht erst persönlich zu nehmen. Meine wow. Güte, es sind Worte. Worte, die kann man links reingelassen und rechts wieder raus. Ja, aber das braucht wesentlich viel Übung und das lernt man natürlich nicht von heute auf morgen, das ist klar, ne? Ja gut, für die Leute, die nicht so viel Ego haben, die können dann auch die etwas brachialere Methode nehmen und hauen den Leuten aufs Maul. Das habe ich jetzt nicht offiziell gesagt, also heißt es jetzt nicht, wenn ihr das machen solltet, hier Kurito schuld, der hat es gesagt, ja? Alles klar. Ja, Kurito trifft da keine Schuld. Ganz ehrlich, wenn mich jemand beleidigen würde als unreinlicher, pickeliger Nerd. Unzivilisierter, frauenhassender, sozial inkompetenter Nerd. So. Genau, das Nerd nimmt Läste weg, das ist heutzutage nicht mehr beleidigend. Einfach, ja, es gibt Leute, die denken, es ist doch beleidigend, das will ich ja. Ja gut, das stimmt auch. Okay, dann mache ich es anders, du bist ein Geek. Ja, ein Geek ist dasselbe wie ein Nerd, also da verstehe ich dich jetzt nicht. Halt dich. Doch, da gibt es keinen Unterschied, nämlich die Geeks sehen wirklich scheiße aus. Wie hieß er jetzt hier, der berühmteste Geek überhaupt? Steve Urkel. Sagt dir das was? Ah, sorry, musst du noch kurz muten. Und nochmal. Steve Urkel. Alter, krank aufnehmen, ist echt zu kotzen. Oh. So, zum letzten Mal. Steve Urkel. Sagt dir der Charakter noch was? Ja, danach? Klar. Die geilen Brustträger überhaupt. Die besten der 90er. Das ist der Inbegriff des Nerds, sag ich mal. Naja. Oh, Stiflers Bahn ist gerade fertig. Ja, egal. könnte man so sagen, ja. Wobei, er hatte eine ziemlich coole Pose drauf. Oh ja, das hatte er. Er wusste, sich in Szene zu setzen, das muss man sagen. Ja. Und okay. Ich weiß... So, den habe ich sogar relativ mittig gebaut. Mal sehen, ob ich das jetzt auch so hinkriege. Naja, so zwei... Da, so, du willst ja dann so Abstandspasten machen. Warte, eins, nach. Zwei, drei, vier... Fünf, nee, du kannst einfach sechs. Gucken, du hast den hier auf den zweiten. Gehst du hier rüber auf den zweiten und machst den hier hin. Da. Da oben. Wirklich? Ob das richtig ist. Nee, ein, zwei, den da. Den da. Da musst du hin. Da, ja gut. Packst du da. Ich spiele ja eh im Creative-Modus. Weil wir jetzt erst die Arena soweit fertig gemacht haben. Daneben, ein weiter nach links. Oh, ja. Eins nach links? Ja, einer neben, hier hin. Da. Okay, eins nach vorne ist das, bitteschön. So, wir haben die Arena fertiggestellt. Passt. Wir zeigen sie auch gleich von außen. Weil ich denke, wir haben bereits unsere 10 oder 15 Minuten fast voll. Ja, die dürfen wir haben. Treue Fans von mir wissen natürlich, dass unseren Zeitgefühl nicht zu glauben ist. Ja, das sowieso. Oh ja, Lampenklappen. Ups. Löcher. Yippie. Nee, und, Arena repariert. Ja, auf jeden Fall Steve Urkel war und ist immer noch der Inbegriff des Nerds, der coolste Nerd überhaupt, der wohlbewusst coolste, weil bevor Steve Urkel existiert hat, sage ich mal, war der Begriff Nerd eine sehr gemeine Beleidigung. Spätestens seit The Big Bang Theory ist das ein allgemeiner Begriff geworden. Ja. Und dementsprechend, wenn mich jetzt jemand als Nerd bezeichnet, sage ich, Dankeschön, ist ein Kompliment. Also das ist für mich jetzt kein Mobbing mehr, weil ich Gamer bin, weil ich mich mit Games, Animes und etc. gut auskenne. Ja, hast du verfehlt mit deinem Pokéball. Und nochmal, du musst das unten auf... Nee, das kämpft gegen irgendwas. Achso. Ja, jedenfalls... Besieg es. Jedenfalls hier ist die Arena... Kurito hat das Dach überarbeitet. Irgendwie habe ich das fast genauso gehabt. Ich habe nur in der Mitte ein bisschen höher gebaut. Gehauen. Was ist mit mir los? Egal. Mal so nebenbei angemerkt, wir haben es 12:15 jetzt, wo wir die Aufnahme machen. Und Schlafmangel, dies und jenes, das ist, naja. Was wollen wir als nächstes machen? Ich würde sagen, wir gehen... Wie viel Pokémon? City? Ich wollte die Folge eigentlich beenden mit einem kleinen Pokémon-Kampf 1 gegen 1. Nee, ich habe nicht annähernd ein Team, womit ich kämpfen wollen würde, offiziell. Also nee.
Okay, dann halt nicht. Ich schmeiß dich aber gerne mit Pokébällen. Ja, und fängst jetzt gleich wahrscheinlich wieder eins random. Letztes Mal hat es ja geklappt. Ja, beim letzten Mal. wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, würden wir diese Folge jetzt mal beenden? Es war eine extrem chaotische Folge. Ja, wir müssen uns erstmal wieder einspielen, wie wir zusammenspielen. Das ist ein bisschen aus dem Ruder halt gelaufen, ist aber nicht weiter schlimm. Ich hoffe, ich konnte euch noch zufriedenstellen, euch was Alter, ich von bin verwirrt, ich sehe rund und das in Pixelmon zeigen. Minecraft. Ja, das denke ich mir auch gerade. Schicki, Das schicki, 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 schicki. Ja, dementsprechend, ich verabschiede mich jetzt einfach mal. Vergesst nicht, die Arena auch auf dem Schuh zu zeigen hier da. Ja, habe ich doch So. schon. Hier, das coole Emblem, was ich hier da so draufgeklatscht habe, so per Zufallsgenerator hier. Damn, Ja, geht da mal weg, jeder. dann mache ich nämlich jetzt mal einen Screenshot. Yay! Bist immer noch Wobei, im ich hab die Bild? Idee, Immer noch im warte, Bild? warte, 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 warte. Willst du dich So. draufstellen? Warte, dann komme ich ein bisschen runter. So. Und lächeln. Jetzt. Knips. Ja, Interface wieder einblenden, Pokémon wieder reinholen, aufs Dach stellen. Und ich bedanke mich bei euch, meinen lieben Taschenmonstern, dass ihr wieder in meine Let's Play-Serie reingeschaut habt. Vielen Dank. Ich Headshot. wünsche euch noch einen schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Tag, schönen guten Abend oder sonst was. Und in der letzten Folge habe ich den Gameplay parodiert. Dementsprechend parodiere ich jetzt den lieben Corito. Schmort nicht mehr so lange im Ofen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Okay, ich muss Corito. dich leider enttäuschen, du hast es nicht richtig gemacht. Ich zeige dir noch, wie es geht, aber am nächsten Mal schaffst du es dann. Also Leute, schmort nicht mehr zu lange im Ofen und wir hören uns beim nächsten Video. Ciao. So geht das. Tschö. Ja, das war's wieder von der Minecraft-Pixelmon-Serie. Ich bin euer Mr. Nerd, wie vorher auch. Heute war wieder zu Gast der Corito dabei und ja, wird auch wieder in Zukunft dabei sein. Jetzt geht's wie gewohnt zur Endcard. Unten rechts bin wieder ich. Links von mir geht's zur letzten Minecraft-Pixelmon-Folge. Darüber geht's zur vorletzten Minecraft-Pixelmon-Folge. Und über mir geht's zu Nerd Insight Nummer 1, dessen Folge 2 jetzt auch bald folgt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bleibt mir nerdig und bis zum nächsten Mal. Horido!